Das Immunsystem schützt unseren Körper vor äußeren Angriffen, vor allem vor Bakterien und Viren. Es schützt uns aber auch vor inneren Bedrohungen, zum Beispiel Tumorzellen, die sich unkontrolliert teilen. Um solche Bedrohungen zu entdecken, wandern die Immunzellen in großer Zahl durch das Gewebe. Hier sieht man im Zeitraffer, wie T-Zellen entlang den Muskelfasern patrouillieren. Haben T-Zellen eine Tumorzelle identifiziert, heften sie sich an, um sie abzutöten. Dieser Prozess lässt sich genauer in einer Zellkultur beobachten. Das Video zeigt, wie eine T-Zelle eine Tumorzelle abtötet. Der Abtötungsprozess dauert oft mehrere Stunden und erfolgt in mehreren Schritten. Das Absterben wird durch Abrundung der Tumorzelle erkennbar, gefolgt von dynamischer Blasenbildung und Zerfall. Die Animation zeigt den Ablauf der Schädigung. Erst setzt die T-Zelle zytotoxische Funktionsproteine frei. Perforin bildet Poren in der Tumorzellmembran. Durch diese Poren dringt Granzym B ins Innere der Tumorzelle vor. Parallel strömt auch Calcium ein. Dadurch wird die Porenbildung mikroskopisch sichtbar. Granzym B aktiviert Nukleasen, hier als Lichtblitze dargestellt, welche die DNA im Zellkern zerschneiden. Im Gegenzug versucht die Tumorzelle, die beschädigte DNA zu reparieren. Beteiligt daran ist auch das DNA-Reparaturprotein 53BP1. DNA-Reparaturzonen werden dann als charakteristische Hotspots sichtbar. Ist der DNA-Schaden groß genug, führt dies zum Zelltod durch Kernfragmentierung, auch Apoptose genannt. Mittels Zeitraffermikroskopie wird sichtbar, dass die T-Zellen die Tumorzelle während eines Kontakts mit mehrfachen Angriffsimpulsen treffen können. Jeder Impuls, gleich einer Verletzung, führt zu unterschiedlich starkem Calcium-Einstrom. Im Video als helle Zone in der Tumorzelle sichtbar. Hier kollabiert die Tumorzelle nach dem dritten Impuls und zerfällt. Besonders erfolgreich ist die immunologische Tumorabwehr, wenn T-Zellen bei hoher Zelldichte kooperieren. Man spricht dann von einem immunologisch heißen Tumor. Hier macht sich ein Schwarm von T-Zellen über ein Tumorzellnetzwerk in Gewebekultur her. Die T-Zellen leisten gründliche Arbeit. Nach 23 Stunden sind die meisten Tumorzellen zerstört. Zwar entstehen in uns regelmäßig Tumorzellen, doch in der Regel werden sie von unserem Immunsystem erkannt und eliminiert. Diese Effizienz des Immunsystems ist ein wichtiger Grund, warum wir so selten Tumoren entwickeln.